Die Hollywood News im Gala-Ticker, Ryan Reynolds, Kanada erweist ihm eine große Ehre. Diane Krugers Tochter kann schreiben. Chris Nut, erstes Wiedersehen mit seiner Frau Tara, Hollywood News 2022 im Gala-Ticker, 28. Januar 2022. Ryan Reynolds, wegweisendes Denkmal in Ottawa, Ryan Reynolds, 45, wird eine besondere Ehre zuteil. In Ottawa soll eine Straße nach ihm benannt werden. Während der Pandemie hat sich der Schauspieler, der zwar in Vancouver geboren wurde, aber einen Teil seiner Kindheit in Ottawa verbrachte, in der kanadischen Hauptstadt engagiert. Er spendete an gemeinnützige Organisationen und unterstützte eine Gesundheitskampagne. Das weiß Bürgermeister Jim Watson zu schätzen, via Twitter gab der Politiker bekannt, dass er einen Antrag stellen werde, eine Straße in Ottawa den Ryan Reynolds Way zu nennen. Natürlich fackelte der Hollywoodstar nicht lange und antwortete in gewohnt lustiger Weise auf diesen Tweet. Das ist eine unglaubliche Ehre und Deal ist Deal, Herr Bürgermeister. Ich habe den Namen meiner Tochter in Ottawa geändert, scherzte er. 27. Januar 2022. Diane Kruger, ihre Tochter kann Papa schreiben. Diane Kruger, 45, teilt nur selten Einblicke in ihr Familienleben mit Norman Reedus, 53, und der gemeinsamen Tochter. Nun macht ihr Partner eine Ausnahme und dokumentiert einen niedlichen Meilenstein im Leben seines kleinen Schatzes. Der Schauspieler teilt einen Schnappschuss, auf dem seine Tochter einen Zettel vor ihr Gesicht hält. Darauf zu lesen: Papa. Scheint, als habe der kleine Blondschopf bereits seine ersten Zeilen auf Papier gebracht. Die Meinung von Fans des The Walking Dead Darstellers ist einstimmig: wie süß. Chris Nut, nach Wochen wird er erstmalig wieder mit seiner Frau gesichtet. Chris Nut, 67, und seine Frau Tara Lynn Wilson, 39, wurden nun zum ersten Mal gemeinsam gesehen, seit der Sex in the City Darsteller im Dezember 2021 von mehreren Frauen des Missbrauchs beschuldigt wurde. Seitdem hatte Nut sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Am 25. Januar 2022 traf sich der Schauspieler mit Tara und den zwei gemeinsamen Söhnen Orion, 14, und Keats, 1, in Südkalifornien, wie Fotos, die der Daily Mail exklusiv vorliegen, zeigen.